Herzlich willkommen zum 6. von 10 Teilen zum Thema der handelsrechtlichen Bilanzierung. Steuerbilanzrecht ist ja auch mit erwähnt, das machen wir aber in einer separaten Videoreihe. Wir reden in 10 Videos jetzt über das Thema Gewinn- und Verlustrechnung hier im 6. Video. Und mittlerweile sind wir in dem Skript von Professor Dr. Christian Hanke schon auf Seite 190 angekommen. Und dort reden wir über die Gewinn- und Verlustrechnung. Und dazu haben wir hier nochmal eine kleine Untergliederung. 6.1, 6.2, 6.3 und 6.4 Grundlagen, Gesamt- und Umsatzkostenverfahren, Ergebnis, Spaltung und Posten, Gewinn, Verlustrechnung. Die wichtigsten Punkte, die besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie im 6. Video wieder dabei sind. Die gesamte Playlist zum Thema handelsrechtliche Bilanzierung, die verlinken wir Ihnen oben rechts in der Ecke. Einmal auf den Infobutton klicken. Professor Dr. Christian Hanke, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Professor hier an der FOM-Hochschule am Standort in Essen. Duisburg. Christian, sorry. Duisburg ist fast nebenan. Ich bin überwiegend in Bonn tätig, aber du unterrichtest auch nicht nur in Duisburg, sondern wahrscheinlich auch an anderen Standorten in Essen. Wo findet man dich noch? Wesel, Düsseldorf, teilweise auch Bochum und Dortmund. Hauptsächlich Duisburg und Wesel. Genau. Okay, dann hast du mehr die bisschen nördlicheren Standorte und ich bin hier Düsseldorf, Köln, Aachen und Hauptschwerpunkt habe ich in Bonn. Alles klar. Christian hat sich spezialisiert als Wirtschaftsprüfer logischerweise auf die handelsrechtliche Bilanzierung. Wir haben ihn ausführlich vorgestellt im allerersten Video. Marke Borneschranz, Jan-Henrik Hillers, Diplom-Finanzwirt und Steuerberater dabei. Für nachher die Fragen zu, was kommt wann und wie in den Klausuren drin vor. Aber jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen fortbilden. Genau. Christian. Christoph, herzlichen Dank, dass ich hier die Möglichkeit bekomme. Also, das Thema Gewinn- und Verlustrechnung, und du hast gerade gesagt, es gibt da 4 Punkte. Ich möchte einen Punkt rausgreifen, nämlich den Punkt 6.2, wo es um die Unterscheidung geht, Gesamtkostenverfahren, Umsatzkostenverfahren. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, dieses Gesamtkostenverfahren, Umsatzkostenverfahren unterscheidet sich dahingehend, wie weise ich denn mein Betriebsergebnis aus? Jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist denn das Betriebsergebnis? Wir hören ja immer nur als Endergebnis der Jahresüberschuss oder wenn es halt schlecht läuft, der Jahresfehlbetrag. Wir haben insgesamt drei Arten in der Gewinn- und Verlustrechnung. Einmal das Betriebsergebnis, das Finanzergebnis und das Steuerergebnis. Und das ist auch das, was Sie in dem Punkt 6.3 dort sehen. Das ist die Betriebsspaltung. Von daher, wir konzentrieren uns jetzt einmal auf das Betriebsergebnis. Und in dieser Hinsicht unterscheiden sich auch das Gesamtkostenverfahren auf der einen Seite und das Umsatzkostenverfahren auf der anderen Seite. Diese beiden Verfahren führen uns immer zum gleichen Ergebnis. Es ist einfach nur eine andere Darstellungsweise. Aber der Gesetzgeber räumt uns das Wahlrecht ein, diesen Ausweis, je nachdem, wie wir das Unternehmen darstellen wollen, zu zeigen. Von der Anwendbarkeit her, das Gesamtkostenverfahren ist eher was in Deutschland, im deutschen Mittelstand vorherrschend ist, während das Umsatzkostenverfahren eher international gebräuchlich ist. Auch wenn Sie jetzt beispielsweise im Bundesanzeiger die DAX-Unternehmen sehen, die werden auch nach dem Umsatzkostenverfahren das Betriebsergebnis ausweisen. Und der große Unterschied innerhalb der Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren ist, auf welches Mengengerüst wir uns stürzen. Wir haben auch eine Unterscheidung hinsichtlich der einzelnen Gliederungen der G&V-Position im Umsatzkostenverfahren nach Funktionsbereichen, im Gesamtkostenverfahren nach Aufwandsarten. Ich möchte das aber einmal anhand eines Beispiels mit Ihnen durchgehen, worin sich Gesamtkostenverfahren und Umsatzkostenverfahren unterscheiden. Und dieses Beispiel würde ich gerne mit Ihnen einmal am iPad machen. Dort schauen wir uns einmal an, dass wir einen Vermögensgegenstand herstellen und dieser Vermögensgegenstand hat beispielsweise Herstellungskosten von 200 Euro, die entfallen hälftig auf Personalaufwand, das ist bei mir gleich PA, und Materialaufwand, das ist MA. Wir haben einen Verkaufspreis netto von 300, das heißt, wir machen 100 Gewinn, haben eine produzierte Menge, Produktionsmenge von 1000 Stück und eine Absatzmenge, also eine Verkaufsmenge von 800 Stück. Und nun unterscheiden wir einmal Gesamtkostenverfahren, Umsatzkostenverfahren. Im Ergebnis wissen wir schon, was rauskommen muss. Warum? Weil wir ja 100 Gewinn machen pro verkauftem Vermögensgegenstand. Das Ganze mal 800, das sind 80.000 Gewinn. Das muss also am Ende rauskommen.
Schauen wir uns das Ganze zunächst im Umsatzkostenverfahren an und dort ist die Gliederung nach § 275 Absatz 3 abgebildet. Wir haben Umsatzerlöse und das verwundert uns jetzt nicht, 800 Stück mal 300 Euro und das sind Umsatzerlöse von insgesamt 240.000 Euro. Und dann haben wir im Umsatzkostenverfahren, UKV bei mir abgekürzt, die Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistung. Das ist die Position 275 Absatz 3 Nummer 2. Und dort im Umsatzkostenverfahren benennen wir oder ermitteln wir die Herstellungskosten auf Basis der abgesetzten Menge. Das ist auch das, was in 275 Absatz 3 Nummer 2 zum Ausdruck kommt, die für die Erbringung der Leistung verursacht werden. Das heißt, auch hier gehen wir mit diesen 800 Stück ins Rennen mal die 200 Euro Herstellungskosten. Das sind 160.000 Euro. Somit kommen wir unten auf ein BE, das steht bei mir für Betriebsergebnis, von 80.000 Euro. Und das deckt sich ja mit dem, was wir oben einmal als Gewinn ausgerechnet haben, der rauskommen muss vor Steuern und Sonstigem. Das Gesamtkostenverfahren geht das Ganze ein bisschen anders an. Bei den Umsatzerlösen, ich schreibe es jetzt einmal nicht mit auf, sind wir auch bei 240.000 Euro. Und dann haben wir ja zum einen ein anderes Mengengerüst, zum anderen ein bisschen anderen Ausweis. Wir haben einmal die Unterscheidung zwischen Personalaufwand und Materialaufwand. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Der Personalaufwand, habe ich ja gesagt, hälftig von diesen Herstellungskosten 200 ist 100 Personalaufwand. Aber wir gehen jetzt hier nicht mit der abgesetzten Menge, sondern mit der gesamten Menge, die wir produziert haben. Deswegen Gesamtkostenverfahren ins Rennen. 1000 mal, und jetzt nicht die 200, sondern weil es nur hälftig ist, 100 Euro macht also 100.000 Euro Personalaufwand, die wir hier als Aufwand zeigen. Das Gleiche im Materialaufwand, auch da die produzierte Menge 1.000 mal die 100 Materialaufwand macht auch hier 100.000. Wenn wir das jetzt anschauen, würde als Betriebsergebnis 40.000 Euro rauskommen. Das kann aber nicht sein, weil wir haben ja gesagt, das Gesamtkostenverfahren, das Umsatzkostenverfahren führen zum gleichen Ergebnis. Und da gibt es einen Korrekturposten, der kann positiver Natur sein, der kann aber auch negativer Natur sein. Das ist der Paragraph 275 Absatz 2 Nummer 2. Das ist die Bestandsveränderung oder in der Langform Erhöhung oder Verringerung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen. Nur an unfertigen und fertigen Erzeugnissen, nicht bei Waren. Das heißt, diese Position gibt es nur bei Produktionsunternehmen. Und wir haben jetzt hier bei mir abgekürzt BV für die Bestandsveränderung, ja eine Bestandserhöhung. Wir haben 1.000 hergestellt, 800 nur abgesetzt, liegen 200 noch auf Lager. Und diese 200 Korrektur, die zeigen wir dann in der Bestandsveränderung. Und wie bewerten wir das, den Bestand? Zu Herstellungskosten, also mal 200 Euro. Und jetzt sehen wir, das sind die 40.000 Euro, die wir als Bestand haben. Und dementsprechend kommen wir dann auch im Gesamtkostenverfahren auf unsere 80.000 Euro, die wir von vornherein gesagt haben, das ist das, was rauskommen muss. Sie sehen, es ist eine unterschiedliche Ausgestaltung. Einmal produzierte Menge im Gesamtkostenverfahren, abgesetzte Menge im Umsatzkostenverfahren, was die Aufwendung anbelangt, das Mengengerüst anbelangt. Und im Gesamtkostenverfahren brauchen wir halt, weil wir da eine Abweichung haben zwischen einmal der abgesetzten Menge bei den Erträgen und der produzierten Menge bei den Aufwendungen, einen Korrekturposten. Und der heißt Bestandsveränderung und der kann positiv oder negativ sein. Das Ergebnis ist in beiden Fällen identisch. Das ist der große Unterschied bei der Gewinn- und Verlustrechnung und hier die Darstellung Gesamtkostenverfahren, Umsatzkostenverfahren, die ich Ihnen einmal kurz darstellen wollte. Ganz herzlichen Dank. Christian, super. Vielen lieben Dank. Endlich mal logisch und einfach nachvollziehbar das Umsatzkostenverfahren und das Gesamtkostenverfahren. Klausurrelevanz. Fangen wir mal in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten, Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt mal an. Relevant? Bei den Steuerfachangestellten weniger. Ne? Das ist ja nur eine Ausweisfrage. Ja. Die Konten, die dahinter liegen, sind in der Regel identisch mit der Ausnahme Bestandsveränderung auf der einen Seite, aber die Relevanz im Examen eher gering. Ja, also für Steuerfachangestellte und genau. Steuerfachwirte. Bachelor, den du unterrichtest? Genau, da mache ich diese Unterscheidung, weil mir ist es immer wichtig, dass man das einmal auch händisch durchrechnet, dass man versteht, wie wirkt sich das eine und das andere denn aus und wie funktionieren diese Verfahren. Von daher, bei mir im Bachelor kommt es dran. Ja, auch wenn ihr Dozent oder Professor Multiple-Choice-Fragen stellt und das vorher angekündigt hat,
bietet sich sowas wieder hervorragend an, was der Unterschied zwischen beiden Verfahren. Genau. Ja. In Nordkirchen, Diplom? Beim Diplom ist das nicht klausurrelevant. Nicht klausurrelevant? Steuerberaterexamen? Ja, also klausurrelevant auf gar keinen Fall. Das kann man ja schlecht in der Klausur abfragen. In einem Fall, in der mündlichen, könnte ich mir vorstellen, dass da mal eine Frage zu kommen könnte, aber das war es dann auch. Ja. Aber das Video angeschaut, 5 bis 8 Minuten oder 5 bis 10 Minuten und man hat alles Wissen, was man braucht und damit reicht für die mündliche. Genau. Okay, ist doch super. Alles klar, vielen lieben Dank euch. Ja. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Sobald es online ist, verlinke ich das direkt hier.